Ein sowjetisches U-Boot, einst eine Gefahr, heute eine Touristenattraktion. In den 80er Jahren gingen Millionen Menschen gegen neue Atomwaffen auf die Straßen. Eine ganze Generation war in Angst. Nach Ende des Kalten Krieges wurden tausende Atomwaffen aus Europa abgezogen. Die geheimen Lager, heute verlassen. Die Erinnerung verblasste. Atomkriegssichere Bunker für die Cruise Missiles wurden zum Festivalgelände. Techno statt atomarer Schrecken. Die Zeit der nuklearen Gefahr scheint vorbei zu sein. Doch jetzt werden neue Atomwaffen für Europa in den USA getestet. Ein Atomkrieg ist heute wahrscheinlicher als mitten im Kalten Krieg. Die nukleare Gefahr ist nicht verschwunden, sie hat sich verändert. Manche sprechen von einem zweiten nuklearen Zeitalter. Die militärische und insbesondere nukleare Sicherheitslage in Europa ist heute gefährlicher, als sie es jemals war, seit dem Ende der Sowjetunion. Es gibt momentan eine Debatte um eine deutsche oder eine europäische Atombombe. Dazu kann ich nur sagen, eine deutsche Atombombe ist gefährlicher Unfug. Aber über die nächsten Jahre kann es sein, dass wir über die europäische reden werden. Ein Dorf in der Eifel. Ganz in der Nähe befindet sich ein Fliegerhorst der Bundeswehr. Der Standort Büchel. Hier sollen sich amerikanische Atomwaffen für die NATO befinden. Offiziell wird das weder dementiert noch bestätigt. Hans Christensen ist ein international bekannter Atomwaffenkenner. Er arbeitet für den US-Wissenschaftlerverband FAS und das renommierte schwedische Friedensforschungsinstitut SIPRI. Doch Hans Christensen ist sich sicher, dass hier sogenannte taktische Atombomben lagern. Kleine nukleare Waffen für den Einsatz in Europa. There are still tactical nuclear weapons, yes. Es gibt immer noch kleine taktische Atomwaffen. Das sind Freifallbomben für den Abwurf durch Kampfjets. Sie sind das letzte Überbleibsel von einst 7000 kleinen Atomwaffen. Aber 150 Atombomben sind immer noch da. Und diese könnten im Konfliktfall von deutschen Kampfflugzeugen abgeworfen werden. Die Amerikaner haben Nuklearbasen und vier Länder haben ein nukleares Abkommen vereinbart. Deutschland, die Niederlande, Belgien, Italien und möglicherweise die Türkei können nukleare Angriffe ausführen. In Kriegszeiten würden die USA ihnen Atombomben übergeben und damit deren Flugzeuge ausrüsten. Noch vor einigen Jahren wollten alle damaligen Bundestagsparteien, dass die Atombomben abgezogen werden. Jagdflugzeuge der NATO auf Patrouille über dem Baltikum. Sie sollen russische Kampfbomber abfangen, die sich ohne Funksignal dem Luftraum der NATO nähern. Die Lage hat sich wieder verschärft. Das bereitet Experten Sorgen. Viele Verteidigungsminister besuchen jedes Jahr die Münchner Sicherheitskonferenz. Ihr Leiter ist Wolfgang Ischinger. Wir haben in den vier Jahren seit dem Ausbruch der, ich nenne es jetzt mal so, der Ukraine-Krise, also seit 2014, eine massive Zunahme von Zwischenfällen, die zum Glück noch nicht zu einer echten Kollision geführt haben, von Zwischenfällen über der Nordsee, über der Ostsee, über dem Schwarzen Meer, zwischen Schiffen und Flugzeugen, zwischen Flugzeugen und Flugzeugen, also westlichen und russischen militärischen Geräten gehabt. Russische Kampfflugzeuge über der Nordsee, gefilmt von der britischen Royal Air Force. Immer häufiger starten NATO-Flugzeuge zu Abfangaktionen über Europa. Auch die Bundeswehr ist mit dabei.
Sie hilft in Litauen mit Flugzeugen und Technik. Das Aufeinandertreffen am Himmel ist nicht ohne Risiko. Stellen Sie sich mal vor, was los wäre, wenn beispielsweise ein russisches Kampfflugzeug irrtümlich oder absichtlich bei der Überquerung irgendeiner Grenze von einem westlichen oder gar amerikanischen Schiff oder Flugzeug abgeschossen werden würde. Die Gefahr, dass so etwas zu einer Eskalation führt, die dann relativ schnell spiralartig außer Kontrolle geraten könnte, die ist groß. Deswegen ist die Spannungslage in unserem Umfeld, in Europa, heute sehr bedenklich. B-52-Bomber der US Air Force bei einer Übung im Baltikum. Viele sehen darin ein deutliches Zeichen an Russland. Und es gibt weitere Drohgebärden, atomare Angriffsübungen. Es gab wieder Manöver, wie sie seit dem Kalten Krieg nicht mehr stattgefunden haben. Damals, als B-52-Bomber über den Nordpol flogen, bis zu den Feuerpositionen für ihre Marschflugkörper. Solche Angriffsmanöver gab es seit den 80er Jahren nicht mehr. Das alte Katz-und-Maus-Spiel des Kalten Krieges ist zurück. Drohen und bedroht werden. Helen Caldicott, Mitbegründerin der Ärzte gegen Atomkrieg und weltweit bekannte Friedensaktivistin, fühlt sich an gefährliche Zeiten erinnert. Ich kenne Robert McNamara von früher sehr gut, der als Verteidigungsminister mit John F. Kennedy im Oval Office während der Kuba-Krise saß. Er sagte zu mir: Helen, du ahnst nicht, wie dicht wir dran waren. Es fehlten nur 3 Minuten. Die Lage heute ist damit vergleichbar. Innerhalb kürzester Zeit müssen Offiziere entscheiden, ob ein atomarer Angriff erfolgen muss oder nicht. Doch wie zuverlässig sind die Soldaten in den Raketensilos? Die Soldaten in den Silos nennt man Minutemen, weil sie nur Minuten Zeit haben zu entscheiden. Sie sind 18 bis 26 Jahre alt, verhalten sich wie pavlovsche Hunde. Yes, Sir, no, Sir, drücke den Startknopf, Sir. Jeder hat eine Pistole, damit er den anderen erschießen kann, wenn er sich auffällig verhält. Es wurde festgestellt, dass viele von ihnen LSD nehmen und damit wilde psychedelische Erfahrungen machen. Nicht in den Silos, sondern draußen. Sie stehen auf Marihuana und Kokain. They're taking marijuana, cocaine and the like. Ein Atomkrieg aus Versehen. Auch davor warnt Helen Caldicott. Wolfgang Ischinger trifft Dmitri Trenin, einen ehemaligen sowjetischen Oberst, der für Moskau bei Abrüstungsverhandlungen dabei war. Sie wollen bei der Hamburger Körperstiftung über die Gefahr eines neuen Kalten Krieges sprechen. Ein Konflikt könnte aus einem militärischen Zwischenfall in Syrien entstehen und zu einem Nukleareinsatz eskalieren. Das könnte auch Folgen für Europa haben. Die Krisen verschärfen sich, seit Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wurde. Trump attackiert wie kein US-Präsident zuvor die NATO. Schon kurz nach seiner Wahl begann in sicherheitspolitischen Kreisen der Bundesrepublik eine Debatte. Professoren, Kommentatoren und Politiker fürchten, die USA wollen Deutschland und Europa in einem Krisenfall nicht mehr mit US-Nuklearwaffen verteidigen. Als Konsequenz daraus gibt es die Überlegung, Deutschland müsse eigene Atomwaffen besitzen. Es hat mich offen gestanden überrascht, dass wir diese Debatte in Deutschland hatten, eben genau auch deshalb, weil Deutschland ein Land ist, wo nukleare Themen tabu sind. In den 1980er Jahren gingen Millionen Deutsche auf die Straße. Sie demonstrierten gegen die Anschaffung neuer Atomwaffen in Europa. Das Tabu einer deutschen Atombombe müsse endlich fallen, sagt Professor Christian Hacke. Der Konservative gilt als renommierter deutscher Politikwissenschaftler. Er unterrichtete an der Bundeswehrhochschule in Hamburg.
Wir müssen einfach klar machen, dass eine Nuklearmacht Deutschland eine Verstärkung der freiheitlichen westlichen Welt wäre. Würde die NATO stärken, würde die freiheitlichen Demokratien stärken. Und das müsste man betonen und eben erklären, dass es gegen niemanden gerichtet ist, sondern rein defensiv als Abschreckung für die eigene Sicherheit. Ich glaube, das ist essentiell. Und dabei geht es nicht nur um Krieg und Frieden, sondern dass wir uns eben auch absichern im Falle einer Krise. Mehr Sicherheit durch eine deutsche Atombombe? Für das offizielle Berlin ist das ein zu brisantes Thema, während andernorts darüber diskutiert wird. Wie könnten sie aussehen, die deutschen Atomwaffen? Man könnte bewegliche Mittelstreckenraketen aufstellen. Das wäre eine minimale Abschreckung, auch relativ billig. Die andere Variante wäre, luftgestützte, also Bomber, Nuklearbomber zu entwickeln oder mit Nuklearwaffen zu bestücken. Das ist die zweite Möglichkeit. Die dritte wäre natürlich seegestützte Nuklear-U-Boote. Man könnte konventionelle U-Boote mit Nuklearwaffen bestücken. Würde Deutschland eine solche Bombe bauen, würde es ein massives Sicherheitsdilemma in Europa lostreten. Denn gerade Russland würde sich von einer deutschen Nuklearbombe, man denke nur an den Zweiten Weltkrieg, massiv bedroht fühlen. Das ist mir ganz wichtig zu betonen, dass die Forderung nach deutschen Nuklearwaffen nicht antirussisch interpretiert wird, sondern grundsätzlich für uns verteidigungspolitisch, wenn man so will, nach allen Richtungen. Deutsche Atomwaffen würden den Steuerzahler mehrere Milliarden Euro pro Jahr kosten. Eine deutsche Atombombe wäre vor allem völkerrechtlich ein Problem. Der 2+4-Vertrag, der die deutsche Einheit ermöglichte, verbot im Prinzip deutsche Atomwaffen. Es wäre ein Verstoß gegen unsere Verpflichtungen, wenn Deutschland den Finger am nuklearen Drücker haben würde. Das geht nicht. Niemand würde Deutschland mit einer Atombombe trauen, wegen der Geschichte. Aber wie steht es um die Zukunft der US-Atomwaffen? Tonopah in der Wüste von Nevada in den USA. Ein Testgelände. Es ist militärisches Sperrgebiet. Hier wird eine neue Atombombe auf ihre Flugeigenschaften getestet, die B-61-12. Die Entwicklung ist teuer. Das Pentagon fordert in seinem Haushaltsantrag allein für das Jahr 2019 rund 254 Millionen Dollar dafür. Diese Waffe soll auch von deutschen Kampfflugzeugen abgeworfen werden können. Die Anpassung beginnt nach 2019. PA-200 Integration. Damit ist der Tornado PA-200 gemeint, wie ihn die deutsche Luftwaffe fliegt. In 5 bis 8 Jahren kommen diese Waffen auch nach Deutschland und werden in Büchel stationiert. Aber die Flugzeuge müssen für solche Waffen umgerüstet werden. Der Tornado durchläuft in den USA Flugtests, um diese Waffen abzuwerfen. Deutsche Luftwaffentornados auf einer US Airbase. Wenn deutsche Bomber für neue US-Atomwaffen vorbereitet werden, kann das weitreichende Folgen haben. Vis-à-vis des britischen Verteidigungsministeriums arbeitet Maxwell Downman für ein NATO-kritisches, unabhängiges Institut. Das erste Ziel für russische Raketen wären die Flugbasen mit den B-61-Bombern. Es gibt viele Hürden, diese rechtzeitig starten zu lassen. Man muss die Bomben beladen und sie müssen starten, bevor die russischen Raketen einschlagen. Dann müssen sie, bevor sie überhaupt den russischen Luftraum erreichen, in der Luft auftanken. Und schließlich müssen sie die russische Flugabwehr überwinden. Das sind viele Risiken, verglichen mit Raketen. Vermutlich werden sie nie in die Luft kommen. Und sollte ihnen der Start mit den Atomwaffen doch gelingen, würden sie spätestens bei der Betankung in der Luft ein leichtes Ziel, fürchten Experten. Warum gibt es dann überhaupt Atomwaffen für die deutsche Luftwaffe? Das heißt, auf der einen Seite, wir müssen einen angemessenen konventionellen Beitrag leisten, damit unsere Stimme Gewicht hat.
Wir müssen aber auch bereit sein, diese Last, und das ist ja auch eine Last, mitzutragen, dass auf unserem Boden Nuklearwaffen stationiert sind und gegebenenfalls sogar von deutschen Piloten eingesetzt werden. Aber entscheidend ist, bei all diesen Fragen, entscheidend ist die Kenntnis über die nuklearstrategischen Zusammenhänge und die Möglichkeit, auf Entscheidungen innerhalb des Bündnisses Einfluss zu nehmen. Und die gibt es nur eben auf diese Weise. Ohne Atombomben keine Mitsprache. Nur wenn Deutschland auch bereit ist, Atomwaffen einzusetzen, dürfen deutsche Regierungen bei Planungen und Entscheidungen über den Atomwaffeneinsatz in der NATO mitreden. Das gilt auch für die Modernisierung. Militärs behaupten, die neuen Bomben seien notwendig, weil die bisherigen überaltert seien. Es handle sich um eine Art Instandsetzung. Wir schätzen, dass die Zielgenauigkeit etwa dreimal besser ist als beim Vorgängermodell. Das bedeutet, man kann Ziele viel effektiver angreifen und eine geringere Sprengkraft verwenden. Sie sind also besser einsetzbar und es gibt weniger radioaktiven Fallout. Es besteht die Sorge, dass diese nuklearen Waffen auch eher abgefeuert werden. Damit ist es eine Waffe, die natürlich auch ganz andere militärische Aufträge erfüllen kann als das Vorgängermodell. Und die Russen sehen das und sagen, alles klar, der Westen macht das, wir halten dagegen, auch wir brauchen neue Systeme, bessere Systeme. Das wäre ein neues Wettrüsten, ein neuer kalter Krieg. Welche Ziele verfolgt US-Präsident Donald Trump? Die nukleare Vormachtstellung der USA hat er oft betont. Als Teil unserer Verteidigung müssen wir unser Atomwaffenarsenal modernisieren und ausbauen. Hoffentlich müssen wir es nie einsetzen. Aber es muss so stark und so mächtig sein, dass wir damit jede Aggression, ob von einem Staat oder sonst wem, unterbinden. Präsident Trump behält sich vor, auch Länder mit Atomwaffen anzugreifen, die nicht zuerst Atomwaffen abgefeuert haben. Und das ist nicht alles. Die Vereinigten Staaten sind in der frühen Phase der Modernisierung ihres nuklearen Arsenals. Das betrifft alles: die Waffen, die Sprengköpfe, die Atomwaffenfabriken und das Kommandosystem. Ein gewaltiges Unterfangen. Es ist eines der größten Rüstungsprojekte aller Zeiten. Der Rechnungshof des US-Kongresses stellt in einem Bericht die Kosten zusammen. Das Ergebnis? 1,2 Trillion Dollar, ca. 1 Billion Euro, Stand 2017. Das heißt, es könnte noch viel teurer werden. Das wäre mehr als das 30-fache des jährlichen deutschen Verteidigungsetats. Modernisiert werden atomare Angriffs-U-Boote mit Interkontinentalraketen sowie Silos und Kommandozentralen für landgestützte Atomraketen und nukleare Bomber und Marschflugkörper. Warum geben die USA aber so viel Geld aus? In Kalifornien befindet sich eine der Atomwaffenschmieden der USA. Hier werden Atomwaffen gewartet und Strategien entworfen. Chefstratege dort ist Brad Roberts, der unter Obama als stellvertretender US-Verteidigungsminister auch zuständig für Atomwaffen war. Die Alternative zur Modernisierung ist einseitige Abrüstung. Wir haben die Erneuerung, weil es teuer und politisch umstritten ist, seit Jahrzehnten vor uns hergeschoben. Wir haben jede Entscheidung über die Modernisierung unserer nuklearen Forces. Die jüngste Atomwaffe kam 1991 in unser Arsenal. Geplant war sie für eine Lebensdauer von 20 bis 25 Jahren. In den Atomwaffenschmieden der USA werden nicht nur Atomwaffen gewartet und entwickelt. Auch Szenarien möglicher Kriege werden durchgespielt.
Hier fürchtet man sich vor einer neuen Art des nuklearen Kriegs. Ist ein nuklearer Krieg wieder vorstellbar? Er war es nicht in den 60ern, 70ern und 80ern, als ein Atomkrieg Armageddon bedeutete, das Ende der Menschheit. Es gibt heute sicherlich zwei oder drei Akteure, die denken, dass ein begrenzter Nuklearkrieg gewonnen werden kann, weil wir nachgeben, wenn begrenzte Atomwaffen eingesetzt werden. Wenn man glaubt, ein Krieg könne begrenzt und gewonnen werden, dann könnte er geführt werden. Doch jede neue Strategie braucht auch neue Waffen. Die mächtigen Gefechtsköpfe mit einer Sprengkraft, die 40 Hiroshima-Bomben entsprechen, taugen nach Ansicht der Experten nicht für den begrenzten Nuklearkrieg. Ja, das stimmt. Wir brauchen einige neue Waffen. Etliche Ziele, die wir vielleicht in einem Kriegsgebiet angreifen wollen, können mit kleineren Nuklearwaffen zerstört und dadurch mögliche andere größere Schäden, also Kollateralschäden, deutlich reduziert werden. Kleine Atomwaffen? Das gab es schon einmal. Hier im hessischen Schwalmstadt lagerten einst US-Atomgranaten für deutsche Panzerhaubitzen. Kleine taktische Atomwaffen für die Bundeswehr. Diese ehemaligen Offiziere hatten hier tagtäglich mit den Atomwaffen zu tun. Der damalige Kommandeur der deutschen Wacheinheit. Da ging kein Deutscher rein. Das war strikt verboten. Und was da drin passierte, wussten wir auch so ganz genau nicht. Denn das war wirklich geheim. Sie sollten wohl bereit sein, wenn die sowjetische Armee über die Bergkuppe kommt, für die nukleare Schlacht in Europa. Das haben wir unseren Soldaten immer wieder erklärt. Das Ziel ist immer Deutschland. Das heißt, eine Auseinandersetzung wird immer eine Vernichtung Deutschlands bedeuten. Und je besser wir das können, und je mehr wir in der Lage sind, uns mit dieser Art zu verteidigen, umso die erste Chance, dass wir das nie anwenden müssen. Es hat am Ende ja funktioniert. Das war die personifizierte Abschreckung. Und das hat eigentlich jeder Soldat, auch der Wehrpflichtige, wir hatten ja sehr viele wehrpflichtige Soldaten, das haben sie begriffen, wenn wir es ihnen so erklärt haben. 120 solcher Atomwaffenlager gab es bis in die 90er Jahre überall in Deutschland. Die Atomgranaten, die in diesem Bunker lagen, sollten sowjetische Panzerarmeen stoppen. Ihr Problem war die Reichweite, nur 20 bis 30 Kilometer. Detoniert wären sie immer in Deutschland. Die Detonation einer kleinen Atombombe. Es gab sogar nuklearfähige Flugabwehrraketen, es gab nukleare Minen sogar, es gab die verrücktesten Sachen in der Zeit des Kalten Krieges. Wenn man heute zurückdenkt, dann kann man nur sagen, die Welt war wahnsinnig damals. Denn all das hätte an die totale Eigenzerstörung bedeutet. Nicht? Es gab ja Minen an der innerdeutschen Grenze, nukleare Minen. Es gab das Herkules-Flugabwehrsystem nuklear. Atomgranaten aus solchen Bunkern, die über sowjetischen Panzereinheiten detonieren, das hätte die gesamte Bundesrepublik zerstört. Eine solche atomare Verteidigung hätte das Ende für Deutschland bedeutet. Das fanden irgendwann auch die Militärs. Sie haben sich von den taktischen Nuklearwaffen abgewandt. Der Grund, sie konnten damit ihre militärischen Ziele nicht mehr erreichen. Moderne, konventionelle Waffen kann man dafür besser verwenden. Jetzt werden Vorschläge laut, dass die USA solche taktischen Waffen mit niedriger Sprengkraft wieder einführen sollten. Demen bei Schwerin. Frühere Raketenoffiziere der Nationalen Volksarmee der DDR haben in ihrer alten Kaserne ein Museum eingerichtet. Das hier sind Vorläufermodelle der russischen Iskander-Raketen, die heute im Osten der NATO bei Kaliningrad stehen. Ein Transporter für atomare Gefechtsköpfe. Selbst den Experten sind einige Details der Raketentechnik neu.
Jetzt hier, der muss ja auch beheizt werden, ne? Das ist auch eine Temperaturfrage, wie bei dem anderen da hinten. Und heute ist es noch schlimmer. Die Iskander sieht aus wie ein normaler Kamas-LKW. Die Sprengköpfe mussten aufgewärmt werden. Die Raketen waren perfekt als LKW getarnt. Bewährte Technik aus dem Kalten Krieg. Russland setzt immer noch auf kleine Atomwaffen. Es gibt große Unterschiede bei der Taktik. Wichtig ist, dass das russische Militär von taktischen Atomwaffen abhängig ist, weil ihre konventionellen Streitkräfte unzureichend sind. Russland ist bei konventionellen Waffen unterlegen. Und um das zu kompensieren, nutzen sie taktische Atomwaffen. So hat zum Beispiel die russische Marine viele kleine Nuklearwaffen, Torpedos, Flugkörper, Unterwasserbomben. Das US-Militär hat solche Waffen komplett außer Dienst gestellt. Denn sie brauchen sie nicht mehr, weil sie bessere konventionelle Waffen haben. Es scheint möglich, dass Russland gar aus wirtschaftlicher Schwäche auf Atomwaffen setzt. Ist ein begrenzter Nuklearkrieg in Europa wieder vorstellbar? Wir kennen viele Äußerungen des russischen Militärs und der politischen Führung, dass sie vorbereitet sind, Nuklearwaffen im begrenzten Umfang in einem Krieg gegen die NATO einzusetzen. Aber ist Krieg zwischen Russland und der NATO wahrscheinlich? Ich denke, nein. Steht er völlig außer Frage? Ich wünschte es, aber so ist es nicht. Das Risiko eines begrenzten Atomkriegs ist derzeit sehr schwierig einzuschätzen. Aber im Vergleich zu den friedlichen 90er Jahren ist es heute höher. Die Russen machen uns einige Sorgen. Sie könnten einen nuklearen Schlag gegen eine NATO-Basis führen, um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Sie könnten mit einem elektromagnetischen Schlag einer Atomwaffe die Computer in Deutschland und Polen ausschalten. Wir müssten darauf sinnvoll mit einer begrenzten Anzahl von Atomwaffen für eine begrenzte Zielauswahl reagieren. Vielleicht eine Atombombe über dem Kreml, deren elektromagnetischer Effekt die Computer im Kreml vom Netz nimmt. Über derartige Schläge müssen wir möglicherweise nachdenken. Falls die Russen sich entscheiden würden, in die baltischen Staaten einzumarschieren, dann bestünde eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Nuklearwaffen eingesetzt würden. Die Abwehr atomarer Kampfstoffe wird bei der NATO wieder intensiv geübt. Ist ein begrenzter Atomkrieg in Europa vorstellbar? Was ist von solchen Strategien zu halten? Nicht viel. Und zwar deshalb, weil das nichts anderes ist als ein Replay, eine Wiederholung von Überlegungen, die wir aus der Zeit des Kalten Krieges auch schon kannten. Da gab es auch Überlegungen, was wäre denn, wenn man Nuklearwaffen miniaturisieren könnte, wenn sozusagen die tragbare Nuklearwaffe erfunden werden könnte, die von einem Soldaten über einen halben Kilometer über die Grenze getragen werden könnte und dann per Fernzündung explodiert werden könnte. Alles eher kriegsfördernd und konflikteskalierend als kriegsverhindernd. Immer wieder warnt die NATO vor russischen Iskander-Raketen kurzer Reichweite, die in der Enklave Kaliningrad stationiert sind. Ob sie atomare Sprengköpfe tragen, ist offiziell nicht bekannt. Die Raketen reichen fast bis nach Berlin. Ein Manöver in Litauen im Sommer 2018. Es soll die Bereitschaft der NATO demonstrieren, die baltischen Staaten gegen Russland zu verteidigen. Frankreich ist mit einer Infanteriekompanie dabei. Das Baltikum ist aus militärischer Sicht am schwierigsten, um nicht zu sagen fast gar nicht, zu verteidigen. Sollte Russland morgen auf die Idee kommen, mit mehreren 10.000 Mann und Panzerdivisionen anzugreifen? Auch deutsche Soldaten sind in Litauen stationiert. Sie üben die Abwehr eines Angriffs. Rot verteidigt, blau greift an. Der Delta-Zug war bei dieser Übung schon mehrfach im Gefecht. Hey! Wir sind bei dir geradeaus! Da drüben!
Abwarten sei besser, heißt es, als blind zu schießen und seine Position zu verraten. Wir hatten jetzt vorne schon Feindkontakt mit ziemlich viel abgesessener Infanterie, also zu Fuß kämpfenden Soldaten, haben davon schon ziemlich viel vernichten können. Musste jetzt meine Kräfte hierher ausweichen lassen auf eine Linie im Zuge des Bachbettes, wo sich ja gute Verteidigungsstellungen bieten, und warte jetzt weiter auf den Angriff des Feindes. Ich gehe davon aus, dass der sich aktuell neu koordiniert. Die Bundeswehr hat eine Kampfkompanie in Litauen stationiert. Das sind rund 150 Mann, die kämpfen können. Der NATO-Verband, die Battle Group, verfügt über 1300 Mann. Wie ist die Lage an der Übungsfront? Wir üben gemeinsam innerhalb der Battle Group und wir üben auch natürlich mit unseren litauischen Kameraden gemeinsam hier. Wie groß ist der Gefechtsstreifen, den Sie verteidigen können? Was für Möglichkeiten haben Sie? Hier aktuell auf dem Platz ist unser Gefechtsstreifen ca. 10 Kilometer breit. Auf 10 Kilometer Breite kann die NATO-Kampfgruppe verteidigen. Der Feind vermutlich hier in der Zugstärke. Angriff konnte abgewehrt werden. Die litauische Ostgrenze hat eine Länge von rund 1000 Kilometern. Was denkt man in Russland? Die sind mehr dazu da, die Balten zu beruhigen, als die Russen abzuschrecken. Und wenn es bei der gegenwärtigen Lage bleibt, glaube ich nicht, dass ein paar NATO-Bataillone im Baltikum irgendjemandem in Russland schlaflose Nächte bereiten. Ich würde sagen, dass viele der Prognosen für das Baltikum erstmal übertrieben sind. Es ist nicht so, dass Wladimir Putin nur darauf wartet, dass morgen die Panzer losrollen und dann das Baltikum zurückholen in einem glorreichen Kampf ins Russische Reich. Weil offen gestanden, die Unsicherheit, die Donald Trump gebracht hat für das westliche Bündnis, wäre ja genau der Moment, wo man aus russischer Sicht losschlagen könnte. Aber das ist ausgeblieben. So gesehen denke ich, dass wir keine akute Gefahr eines Krieges im Baltikum haben. Ende der 70er Jahre stationierte Moskau SS-20 Atomraketen in Osteuropa. Diese Mittelstreckenwaffen konnten nur Westeuropa treffen. Politiker fürchteten, dass die USA bei einem Angriff auf Westeuropa ihre Interkontinentalraketen nicht abfeuern würden. Militärs forderten deshalb ähnliche Mittelstreckenwaffen auch für Europa, Pershing II und Cruise Missiles. Da diese überaus zielgenau waren, fühlte sich Moskau bedroht und fürchtete einen NATO-Erstschlag. Millionen Menschen demonstrierten gegen die Mittelstreckenwaffen in Europa. In Deutschland waren es die größten Demonstrationen seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Es ging gut aus. Reagan und Gorbatschow vereinbarten 1986 in Reykjavik den INF-Vertrag, der den Abzug und die Vernichtung aller landgestützten Mittelstreckensysteme regelte. SS-20, Pershing und Cruise Missiles wurden verschrottet. Stationiert waren die Cruise Missiles auch in Deutschland. Hier, mitten im Hunsrück. Ihr Abzug und ihre Vernichtung waren Ende der 80er Jahre eine Sensation. It was the first agreement that simply. Es war der erste Vertrag, der eine ganze Klasse von Raketen einfach abschaffte. Es gab strenge Vorschriften für die Einhaltung, sowie Inspektionen auf den Abschussbasen und in den Fabriken. Das war ein neuer Weg, Abrüstung zu gestalten. Viele sahen darin einen ersten Schritt für die Abschaffung der Atomwaffen weltweit. In den ehemals geheimen Bunkern für die Cruise Missiles im Hunsrück findet heute einmal im Jahr ein Techno-Festival statt. Lasershows über Orten des nuklearen Schreckens. Die Waffen, die hier abgezogen wurden, sorgen jetzt wieder für Streit. Oktober 2018. Donald Trump wirft Russland den Bruch des INF-Vertrags vor. Russland hat den Vertrag gebrochen, seit vielen Jahren. Ich verstehe nicht, warum Präsident Obama nicht verhandelt hat oder ausgestiegen ist. Wir werden nicht zulassen, dass Sie neue Waffen haben
dass uns das nicht erlaubt ist. Wir haben uns an den Vertrag gehalten und Russland unglücklicherweise nicht. Deshalb werden wir den Vertrag kündigen. Ja, den INF. Die Ankündigung des Ausstiegs aus dem INF-Vertrag sorgte weltweit für Entsetzen. Zumal nicht bekannt ist, wo die neuen russischen Mittelstreckenwaffen stationiert sein sollen. Bilder der neuen russischen Mittelstreckenwaffe SSC-8 gäbe es bisher nicht. Sie sei der alten Iskander-Rakete ähnlich, sagen Experten. Ich befürchte, dass sich auf beiden Seiten, also auf russischer und auf amerikanischer Seite, die Hardliner durchsetzen könnten, die der Meinung sind, es ist in unserem jeweiligen Interesse, die andere Seite totzurüsten. Es gibt Leute in Russland, militärische Experten in Russland, die der Meinung sind, dass angesichts der Machtverhältnisse insgesamt Russland gar keine Wahl hat, als sich noch stärker als in der Vergangenheit auf nukleare Waffen abzustützen. Und dass möglicherweise der in einem Konfliktfall der sehr frühe Einsatz nuklearer Waffen ein Mittel sein könnte, um den Westen sozusagen zur Aufgabe, zur Beendigung eines solchen Konflikts zu zwingen. Das sind aus meiner Sicht sehr gefährliche Überlegungen. Bislang sei auch unklar, ob die neuen russischen Mittelstreckenwaffen überhaupt im europäischen Teil Russlands stationiert seien. Ich glaube, das richtet sich weniger gegen die NATO. Ich denke, das hat mehr mit China zu tun. China hat eine große Anzahl Mittelstreckenwaffen. Russland hat eine Anzahl anderer Waffensysteme, mit denen sie in Europa jedes Ziel ins Visier nehmen können. Das macht hier militärisch keinen Sinn. Dabei sieht Russland in den NATO-Raketenabwehrsystemen in Rumänien und Polen ebenfalls einen Bruch des INF-Vertrags durch die USA. Offiziell richtet sich das NATO-Raketenabwehrsystem gegen iranische Raketen. Schiffe im Mittelmeer sollen diese abschießen. Das Hauptquartier befindet sich in Ramstein in Deutschland. Man hält auf russischer Seite amerikanische Raketenabwehrsysteme, die in Osteuropa stationiert werden sollen, für eine Verletzung dieses Vertrags. Ob das so ist, ist unter den Experten umstritten. Also der Vertrag ist in keinem guten Zustand. Es gibt Anschuldigungen von den USA und Russland, die jeweils andere Seite verletze den Vertrag. Das Beste wäre, man würde sich zusammensetzen und diskutieren. Experten könnten in wenigen Wochen eine Lösung finden. Aber in der gegenwärtigen Krise zwischen den USA und Russland ist das nahezu unmöglich. Das ist traurig. Ich befürchte, dass wir den Vertrag innerhalb eines Jahres verlieren. Auf Anordnung von Präsident Trump hatte das US-Pentagon eine neue Strategie für US-Atomwaffen vorgestellt. Die sogenannte Nuclear Posture Review ist ein dickes Buch und umfasst auch neue Waffentypen. Gefordert werden neue Mittelstrecken-Cruise-Missiles-Atomraketen für die US-Atom-U-Boote mit flexibler Sprengkraft, vermutlich für das Nordmeer. Da sie seegestützt sind, gelten sie nach dem INF-Vertrag nicht als verboten, bergen aber dennoch politischen Sprengstoff. Das Perfide dieser Idee ist natürlich, dass man dadurch, dass es amerikanische U-Boote sind, dass es amerikanische Nuklearsprengköpfe sind, man eine Diskussion innerhalb der NATO natürlich umgeht. Weil man stationiert diese Dinge einfach in den kommenden Jahren, ohne die Verbündeten zu fragen. Weil man ganz genau weiß, eine Diskussion innerhalb der NATO über dieses Thema würde äußerst kontrovers geführt werden. Es ist für mich eine große Sorge, ob auf amerikanischer Seite sich diejenigen durchsetzen könnten, die der Meinung sind, die russischen Vertragsverletzungen sind von einer Art, die uns zwingt, den Vertrag tatsächlich zu verletzen und neue nukleare Mittelstreckenwaffen dieses Kalibers zu entwickeln, sozusagen den Vertrag zu ignorieren. Damit wäre er dann tot. So if the INF treaty collapses, wenn der INF-Vertrag zusammenbricht,
dann werden Mittelstreckensysteme in Europa, Raketen und Cruise Missiles nicht mehr kontrolliert. Diese Waffen sind insbesondere eine Gefahr für die Europäer, denn sie zielen auf Europas Städte und Regierungssitze. Auch wenn es ein Vertrag zwischen den USA und Russland ist, betrifft es die Europäer. Trumps Attacken auf die NATO haben Zweifel geweckt. Viele Experten sind verunsichert. Schützt der amerikanische Atomschirm überhaupt noch Europa? Oder gilt im Krisenfall auch America first? Besuch einer NATO-Delegation auf einem französischen Atom-U-Boot. Wäre eine verstärkte nukleare Zusammenarbeit der Europäer als Ersatz für die US-Atomwaffen möglich? Und wäre eine europäische Atomwaffe denkbar? Das wäre ein Schlupfloch, denn Deutschland hat 1969, als es den Nichtverbreitungsvertrag damals unter Willy Brandt unterschrieben hat, eine sogenannte Note beigelegt. In dieser Note hat Deutschland klargemacht, dass es zwar zu dem Vertrag steht, aber unter der Voraussetzung, dass dieser Vertrag eben nicht ausschließt, dass vielleicht irgendwann mal eine Europäische Union Kompetenzen im Bereich der Nuklearwaffen entwickeln sollte. Damit wäre es für Deutschland möglich, quasi zur Nuklearmacht zu werden, wenn Frankreich als Atommacht mit dabei wäre. Also ich will das nicht vollkommen ausschließen, dass man im Zuge der Verwirklichung der von uns gedachten Europäischen Verteidigungsunion auch nachdenken könnte über eine nukleare Unterfütterung dieser Verteidigungsunion, gestützt auf die französische Fähigkeit. Allerdings wollen nach aktuellen Meinungsumfragen über 70% der Deutschen keine Atomwaffen. Das könnte sich jedoch ändern. Es wäre ein gewaltiger Fehler, derartige Waffen wieder in Europa zu stationieren. Dann wären wir wieder in der Dynamik des Kalten Krieges. Ich denke, der Kalte Krieg hat gezeigt, dass ein Mehr an nuklearen Waffen eben nicht den gewünschten Effekt bringt, sondern letztlich die Unsicherheit auf beiden Seiten erhöht. Man traut sich nicht über den Weg. Und das ist ein gefährlicher Zustand, wenn man weiß, welche enorme Zerstörungskraft in diesen Tausenden und Abertausenden von Waffensystemen steckt. Die Nuklearwaffen werden wieder wichtig in Europa. Als kleine Atombomben oder als Mittelstreckenwaffen für U-Boote. Sollten sich die Hardliner auf allen Seiten durchsetzen, droht womöglich das Ende einer friedlichen Epoche.